Willkommen im CenturyLink Field. Willkommen zu dieser heutigen Partie, liebe Fußballfreunde. Am Mikrofon sind auch heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir beide freuen uns natürlich auf dieses interessante Spiel. Dürfte ein super Spiel werden, Buschi. Dann schauen wir doch mal, wie sich dieses Spiel entwickelt. Ich glaube, das wird spannend. Beide Mannschaften werden das Spiel sehr ernst nehmen. Leonardo Bonucci. Gib doch mal kurz deine Prognose ab, Buschi. Was kann uns Cristiano Ronaldo heute zeigen? 3 Tore sind ihm in der letzten Partie gelungen. Ja, da möchte er natürlich heute dran anknüpfen. Alexandro. Con il numero 22, Federico. Für die Seattle Sounders ist es natürlich nicht leicht, in der US-Metropole, insbesondere gegen die Seahawks, anzukommen. Das kannst du wohl laut sagen. American Football ist dem Fußball, oder wie man drüben sagt, Soccer in den Staaten einfach ein großes Stück voraus. Aber die Sounders betreiben trotzdem positive Werbung für den Sport. Es gab ja auch schon einige Testspiele gegen große europäische Clubs. Und das ist unsere Chance, kurzen Blick auf die Aufstellung zu werfen. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen? Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. 2 Viererketten, dann die beiden vorne drin. Und dann gucken wir einfach mal, wie Sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Was den taktischen Bereich angeht, Buschi, greifen Sie natürlich am liebsten zum Pressing, ne? Ja, so zumindest kennen wir sie. Sie machen unglaublich viel Druck und da musst du erstmal ein Mittel finden, um ins Spiel zu kommen, um dir Chancen zu erarbeiten. Das ist nicht einfach. Das Spiel beginnt. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Rodrigo Betancourt. Nun Ronaldo. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da erobert er den Ball. Gute Aktion jetzt. Klasse Aktion, Ball ist weg. Und Ronaldo. Weston McKennie. Schön dazwischen gegangen. Und da ist der Ball wieder weg. Guter Vorstoß, kann was werden. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. Der Ballverlust. Rodrigo Betancourt. Rabiot. Da hat er die Chance. Da ist der Treffer, Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen, so kann es weitergehen. Wir blicken nochmal auf die Entstehung des Tors. Da ist der Doppelpass und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz, besser kannst du das Ding nicht verwerten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Nicole Stanciu. David Hovorka. Nicole Stanciu. Das könnte was werden jetzt. Misslungener Pass, da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Rabiot. Weston McKennie.
Ballverlust durch Cristiano Ronaldo. Nicole Stanciu. Sie verlieren den Ball. Cristiano Ronaldo. Morata. Weston McKennie. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Nicole Stanciu. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich so Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Er ist da und kann den Ball hier klären. Nicole Stanciu. Klasse Zuspiel. Da schickt er den Mitspieler. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Und Bonucci. Matthijs de Ligt. Ronaldo. Morata. Na, das war ein bisschen weit. Der Ball dürfte weg sein. Nicole Stanciu. Schönes Zuspiel hier. Ist es das jetzt? Da schießt er. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Die Fahne ist oben, das heißt abseits. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin mir nicht sicher. Matthijs de Ligt. Das ist Alexandro. Rabiot. Morata. Morata am Ball. Ball bei Cristiano Ronaldo. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Er holt sich den Ball. Er überzeugt heute als Passgeber. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Da ist der Ball weg. Rabiot. Weston McKennie. Cristiano Ronaldo, Steilpass. Morata! Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Null steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Da sehen wir die Tafel, eine Minute wird nachgespielt. Zu
Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Sonst ist er so stark, aber heute geht nicht so viel. Der kann definitiv mehr, er kommt nicht so richtig zum Abschluss, hat es richtig schwer in diesem Spiel. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Sie geben den Ball ab. Gut den Ball verteidigt. Rabiot. Und jetzt der Rückpass. Und Ronaldo. Rodrigo Betancourt. Cristiano Ronaldo. Pass von Cristiano Ronaldo, da sind sie da. Nicola Stanciu. Nicola Stanciu. Jetzt wird's gefährlich. Sie wollen verkürzen. Gute Chance. Schuss kommt nicht durch. Jetzt der Schuss. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Es kommt ein frischer Mann und der Trainer muss da auch was verändern, denn im Moment liegen sie hinten. Ecke kommt in die Mitte. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Super Parade. Den Kopfball hält er. Matthijs de Ligt. Weston McKennie. Jetzt Ronaldo am Ball. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen halt vorne und wer will es ihnen verdenken? Klasse Einsatz. Nun Bonucci. Ja, geht gut dazwischen. Jetzt der Ballverlust. Wieder der Ballverlust. Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ronaldo am Ball. Ball bei Cristiano Ronaldo. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Da verlieren sie den Ball. Jetzt Alexandro.
Federico Chiesa. Weston McKennie. Ja, vielversprechende Aktion. Da passt er auf. Cristiano Ronaldo, Riesenchance. Weston McKennie. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Der Ballverlust. Ronaldo. Jetzt Alexandro. Nun Ronaldo. Gefällt mir gut, was Sie da heute in Sachen Passspiel zeigen. Ja, ist schon klasse. Immer wieder sind die Anspielstationen da und das Auge bei fast allen, das passt. Nur 1 Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Klasse Aktion. Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Damit ist dieses heutige Spiel also zu Ende. Der Sieg geht hier an die Gastgeber. Tja, an diesem knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen. Kurz deine Einschätzung zum Auftritt von Alvaro Morata in dieser Partie, Buschi. Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.